Epiphanes Klarlacke sind nicht nur für die Freizeitschifffahrt geeignet. Praktisch jedes Holzobjekt kann mit Epiphanes Lacken aufgewertet und verschönert werden. Ganz gleich, ob es sich um einen Oldtimer, einen Schrank, ein Boot oder eine Haustür handelt. Es gibt verschiedene Arten von Lacken. Das Epiphanes Lacksortiment reicht von klassischen Einkomponentenlacken bis zu modernen Zweikomponentenlacken auf Polyurethanbasis. Die Wahl des Lacks hängt stark von der Art des zu lackierenden Holzes, der Holzkonstruktion und den Arbeitsbedingungen ab. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie dieses klassische Steuerrad entfetten, anschleifen und schließlich lackieren. Reinigen und entfetten Sie das zu lackierende Objekt zunächst gründlich. Für eine gute Entfettung verwenden Sie die Epiphanes 1K Spritzverdünnung. Für eine gute Haftung ist ein guter Anschliff unerlässlich. Blankes Holz kann mit dem Schleifpapier P180 geschliffen werden. Vorhandene Lackschichten, wie auf diesem Steuerrad, werden mit einer feineren Körnung P240 geschliffen. Nach dem Schleifen noch einmal mit dem Spritzverdünner entfetten, um den Schleifstaub zu entfernen. Die Oberflächenvorbereitung ist zeitaufwendig, aber für ein optimales Endergebnis unerlässlich. Bereiche, die nicht lackiert werden sollen, werden mit einem hochwertigen Abdeckband abgeklebt. Achten Sie darauf, dass Sie das Abdeckband fest auf die Oberfläche drücken. Um das beste Ergebnis zu erreichen, verwenden Sie einen weichen Pinsel mit langen Borsten. Um lose Haare zu entfernen, streichen Sie die Pinselhaare über ein Schleifpapier mit geringer Körnung. Den Lack vorsichtig umrühren, ohne Luft einzuschlagen. Die benötigte Menge in einen Mischbecher gießen und den Behälter gut verschließen. Drehen Sie die Lackdose einmal auf den Kopf. Dadurch wird die Dose versiegelt und der Lack bleibt in einem guten Zustand. Es ist am besten, mehrere kleinere Dosen zu verwenden, anstatt eine kleine Menge aus einer größeren Dose zu nehmen. Wir fügen dem Lack eine kleine Menge Mahagoni-Beize zu. Die Beize ist hochkonzentriert und verleiht eine warme Mahagoni-Optik. Damit der Lack besser in das Holz einziehen kann, fügen wir auch 5% der 1K Farbverdünnung hinzu. Arbeiten Sie immer systematisch. Lassen Sie den Pinsel arbeiten und benutzen Sie hauptsächlich die Spitze des Pinsels. Tauchen Sie den Pinsel nicht vollständig in den Lack ein. Alle Einkomponentenlacke von Epiphanes haben eine lange Fließfähigkeit und fließen immer zu einer glatten Oberfläche. Daher sind die 1K Epiphanes Lacke für jedermann leicht zu verarbeiten. Tragen Sie den Lack niemals mit einer Rolle auf. Das Rollen führt zu einer unzureichenden Trockenschichtstärke, weniger Schutz und bringt selten ein glattes Finish. Pinseln Sie den Lack gleichmäßig auf der Oberfläche des Holzes. Der Lack fließt von selbst. Achten Sie darauf, dass Sie ausreichend Schichtstärke auftragen. Vermeiden Sie es, eine zu dünne Schicht aufzutragen. Lassen Sie jede Lackschicht 24 Stunden lang bei 18 Grad aushärten. Bei höheren Temperaturen härtet der Lack schneller aus. Bei niedrigeren Temperaturen dauert die Trocknung länger. Belüftung und relative Luftfeuchtigkeit haben einen großen Einfluss auf den Aushärtungsprozess. Zwischen den Lackschichten mit P400 leicht anschleifen. In diesem Fall verwenden wir ein feines Scotch-Brite. Durch leichtes Anschleifen bekommt die frische Schicht eine bessere Haftung und einen besseren Verlauf. Entfetten Sie die Oberfläche nach dem Schleifen immer mit dem 1K Spritzverdünner. Durch das Auftragen mehrerer Lackschichten wird der UV-Schutz erhöht. Ein ausreichender Trockenfilm erzeugt außerdem einen länger anhaltenden Tiefenglanz und verhindert Verfärbungen des Holzes. Um ein Eindicken des Lackes zu vermeiden, entnehmen Sie den Lack nicht direkt aus der Dose. Gießen Sie die gewünschte Menge in einen Mixbecher. Ein vollflächiges Lacksystem auf blankem Holz besteht aus mindestens 7 vollen Lackschichten. Bei starker UV-Belastung werden 10 oder mehr Schichten empfohlen. Entfernen Sie das Abdeckband, ohne den Lack zu beschädigen.
Ein kleines Messer kann Ihnen dabei helfen. Das Steuerrad ist jetzt fertig. Lassen Sie den Lack etwa für eine Woche aushärten. Besuchen Sie die Epiphanes-Website für weitere Informationen. Auf der Website wird Schritt für Schritt erklärt, wie man ein Lacksystem aufbaut. Außerdem finden Sie zahlreiche Tipps und Tricks, um die besten Ergebnisse zu erzielen.